Tja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, werte Kollegen, liebe Gäste. Ich muss einiges jetzt erstmal sagen zu dieser Pressemitteilung, die uns ja nun noch zugegangen ist, hier auf den letzten Metern. Quasi Frau Oldenburg hat nochmal klargestellt, dass wir jetzt hier auch nichts Falsches sagen über das Lehrerbildungsgesetz. Oldenburg, wichtige Programme wurden in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht, dass wir hier als Abgeordnete jetzt offenbar nicht noch irgendwie zu viel Kritik üben an dem neuen Lehrerbildungsgesetz. Wir als AfD-Fraktion sind durchaus der Meinung, dass wir das natürlich ergebnisoffen diskutieren müssen. Aber wenn ich hier stehe als Verdienst, wird hier sozusagen aufgeführt, dass wir nicht wie andere Bundesländer die Unterrichtsverpflichtung hier in Mecklenburg-Vorpommern erhöhen. Da muss man dazu sagen, wir haben schon die höchste Unterrichtsverpflichtung für Lehrer in ganz Deutschland. Und dass man das jetzt als Kriterium, als Verdienst noch hervorbringt, lesen Sie selber gerne die Pressemitteilung heute vom 24. April. Das hat mir schon wirklich die Schuhe ausgezogen. Frau Oldenburg ist ja nun in Singapur zur Kultusministerkonferenz oder zu einer Tagung der Kultusministerkonferenz. Da kann man sich durchaus Anregungen holen, denn Singapur ist Spitze bei den PISA-Tests. Und da herrscht aber natürlich ein anderes Bildungsideal herrscht dort vor. Da geht es nämlich also Leistung statt Gleichmacherei. Und das ist sozusagen, deshalb sind die Schüler dort, sind uns da auch weit voraus. Aber das ist ja nicht das, was Sie als linke Bildungspolitik oder als linke Bildungspolitik sozusagen Ihnen dort vorschwebt. Denn wir müssen uns mal vergegenwärtigen, warum wollen denn so wenige junge Leute Lehrer werden? Natürlich, Frau Bernhard sprach es an, da hat sie auch recht, dass viele abbrechen. Aber das Lehrerdasein ist nun nicht mehr das Paradiesgärtlein, wo man sagt, Mensch, in der Schule funktioniert. Nein, wir müssen uns klar machen, die Schule ist dysfunktional. Sie bringt immer weniger Wissen hervor, immer weniger Können. Und wir versuchen immer mit sozialpädagogischen Möglichkeiten da irgendwie dagegen zu steuern. Dieses wahre Bildungsideal, dass wir sagen, so wie wir auch ein gegliedertes Schulsystem, das stellen Sie immer mehr ins Abseits. Sie wollen sozusagen, dass die Kinder und Schüler immer mehr zusammenbeschult werden. Das führt aber dazu, und da machen wir uns ehrlich, dass es in den Klassen immer schwieriger wird. Wir haben volle Klassen durchaus. Wir haben die Inklusionskampagne, die auf die Schulen niederschlägt und auf die Klassen. Die Lehrer sind immer mehr damit beschäftigt, die Inklusionskampagne, die ja auch ganz viele bürokratische sozusagen Hürden mit sich bringt, Dokumentationspflichten, Dauerkorrespondenz mit den Eltern, mit den Jugendämtern und mit den Diagnostikern zu führen. Und die wichtige Unterrichtsdurchführung, da kommen sie immer weniger dazu. Dann kommt es dazu natürlich gebunden in Fachschaftstreffen und Lehrerkonferenzen. Die Bürokratie feiert in unseren Schulen fröhliche Urstände. Und das ist, werte Kollegen, eine Sache, die wir zunächst, oder da kommen natürlich auch Sprachschwierigkeiten, volle Klassen, Migrationsdruck an unseren Schulen, das kommt alles dazu und das führt dazu, dass immer weniger Lehrer sozusagen oder immer weniger Abiturienten Lehrer werden wollen. Und ich hörte es, wir haben uns jetzt davon verabschiedet, grundständig ausgebildete Lehrer sozusagen einzustellen oder sie quasi für unsere Schulen anzuwerben oder auszubilden. Wir versuchen jetzt wirklich über die Seiteneinsteiger dort zum Erfolg zu kommen. Aber das birgt eine gewisse Gefahr, weil es ist ja nicht von ungefähr, dass ein Lehramtsstudium 5 Jahre dauert. Sozusagen, das sind wichtige Bestandteile dieses Studiums und als Seiteneinsteiger, obwohl ich das überhaupt nicht schmälern will, was diese Damen und Herren da machen an unseren Schulen, sonst würde nämlich gar kein Unterricht zum Teil stattfinden an den Schulen. Sie haben aber eben nicht diese pädagogischen und lernpsychologischen und vor allen Dingen auch nicht die unterrichtsmethodischen Kenntnisse, die man eben in einem Lehramtsstudium erwirbt. Insofern sehen wir das kritisch, dass immer mehr auf Seiteneinsteiger gesetzt wird. Man hat sich offenbar verabschiedet von der Vorstellung 1000 neue Lehrer. Ich höre es noch aus dem Wahlkampf 2021. Jetzt müssen wir konstatieren, dass 36% unserer Lehrer schon Seiteneinsteiger sind. Und da bedarf es natürlich einer gewissen Qualifizierung dieser Damen und Herren. Wir müssen aber auch anerkennen oder uns deutlich vor Augen führen, dass sie frühzeitig schon, dass diese Qualifizierung parallel läuft, dass sie frühzeitig schon in die Klassen gesteckt werden, weil man einfach gar keine Lehrer hat, um den Unterricht überhaupt irgendwo noch abzusichern. Und glauben Sie mir, ich war erschrocken. Herr Krüger, Sie können gerne in Form einer Kurzintervention, ich kann das Dazwischengeschreie, kann ich schlecht darauf reagieren, aber bitte, ich lade Sie ein, ich antworte gerne auf jede Frage, die Sie mir stellen.
Das sind persönliche Erfahrungen, Herr Krüger. Ich will Ihnen das sagen, und das war auch direkt in Malchin, in Ihrem Wahlkreis, wo sozusagen das Bildungsministerium ja jetzt offen aufruft, dass die Eltern sich einfach mal als Lehrer ausprobieren. Die Anforderungen wurden sukzessive abgesenkt, und da sind tatsächlich Schüler nach vorne gegangen. Herr Krüger, lassen Sie mich kurz aussprechen. Da sind Schüler nach vorne gegangen und haben die Eltern angefleht, ob sie sich nicht vorstellen könnten, als Lehrer dort aufzutreten und so weiter. Sie haben so großen Unterrichtsausfall, und das kann es doch nicht sein, Herr Krüger, dass wir sozusagen jetzt diese Schiene schon fahren und jetzt die Eltern überreden, dass sie unsere Kinder ausbilden. Denn wir brauchen doch Lehrerpersönlichkeiten, wir brauchen gut ausgebildete Lehrer. Und deshalb hat meine Fraktion sich immer für die grundständig ausgebildeten Lehrer ausgesprochen. Ja, komme ich gleich dazu. Seiteneinsteiger werden die Lücke jetzt schließen. Aber wenn ich dieses mir anschaue, Lehrerbildungsgesetz, dann setzt man jetzt ja ganz gezielt auf die Seiteneinsteiger. Und da sagen wir als AfD-Fraktion, das haben wir schon seit jeher getan, Gründung einer pädagogischen Hochschule, mehr grundständig ausgebildete Lehrer, natürlich praxisnah ausgebildet, nicht mit wissenschaftlichen Aspekten wie an den Universitäten überfrachtet. Denn das führt nämlich dazu, dass ganz viele Lehramtsstudenten das Handtuch schmeißen und sozusagen dann das Lehramtsstudium abbrechen. Wenn der AWT-Lehrer mit dem Maschinenbauingenieur in der Vorlesung sitzt, dann passiert das so, dass sie da frühzeitig das Handtuch werfen. Deshalb unsere Forderung, die Forderung der AfD-Fraktion: Kommen Sie endlich in der Realität an, schieben Sie dieses Thema, was wir ja schon zuhauf hier vorgebracht haben, auch mit einem eigenen Antrag, schieben Sie das nicht immer beiseite. Wir müssen irgendwann anfangen, und wir brauchen grundständig ausgebildete Lehrer, in erster Linie ausgebildet an einer pädagogischen Hochschule. Ich möchte einige Punkte, wir kommen ja noch in die Anhörung, in Sachverständigenanhörung, ich möchte einige Punkte anbringen, die wir, also wir begrüßen, dass die zweite Phase der Lehrerbildung jetzt praxisnäher erfolgt. Das ist gut, das ist richtig. Es bringt nichts, wenn man sozusagen im Referendariat ist und dann hat man ohnehin auch wieder nur mit Theorie zu tun, sondern dann müssen Sie unterrichten. Eigentlich müssten Sie schon als Lehramtsstudent viel früher unterrichten, am besten schon im dritten Semester. Aber sozusagen, das ist sozusagen, dass Sie frühzeitig dort vor den Klassen stehen. Wir haben aber bei der Expertenanhörung konkrete Nachfragen, die sich sozusagen auf die zweite Phase der Lehrerbildung beziehen. Herr Krüger, ich habe Ihnen ja angeboten, Sie können gerne hier eine Frage stellen. Ein Moment bitte, Herr Schuld. Wir stoppen mal kurz die Zeit. An dieser Stelle würde ich gerne mal eingreifen. Herr Schuld, Sie wissen das, Zwischenrufe sind gestattet, wenn sie nicht komplett störend sind. Das habe ich bisher noch nicht erkannt. Insofern, und Sie haben nicht zu kommentieren, was ich hier jetzt vortrage. Insofern bitte ich um Verständnis, dass das im Moment nicht störend ist und Sie mit diesen Zwischenrufen leider umgehen müssen. So, jetzt haben Sie wieder das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich gehe damit durchaus um und habe dem Kollegen Abgeordneten ein Angebot gemacht, was er natürlich durchaus annehmen kann. Es gibt die zweite Phase der Lehrerbildung, wo wir sagten, da besteht durchaus Bedarf. Konkrete Fragen stellen sich uns, die werden wir im Ausschuss diskutieren, die werden wir mit den Sachverständigen diskutieren. Welchen Aufwand lösen die obligatorisch zu absolvierenden Lehrproben jetzt und künftig aus? Wie ist sichergestellt, dass dort nicht auch wieder die theoretische Vorbereitung im Vordergrund steht? Das ist das, was ich eben gerade ausführte. Das heißt, Praxis vor der Klasse stehen, unterrichten und nicht dort irgendwie die Lernproben theoretisch vorbereiten. Aber auch der Umfang der Hausarbeit. Jetzt im Gesetz steht, 20 Seiten müssen es sein, das muss deutlich reduziert werden. Da werden wir auch gezielt nachfragen, inwieweit wird es reduziert, inwieweit wird dort was angerechnet. Im Bildungsausschuss haben wir darüber debattiert und da konnte das Bildungsministerium ja auch verständlich noch nicht so viel ausführen. Deshalb freue ich mich auf die Expertenanhörung und auf die Sachverständigenanhörung. Und wie ist es natürlich gewährleistet, dass nicht diese aufwendigen praxisfernen Inszenierungen, und ich habe mit einigen Referendarinnen und Lehrern auch gesprochen, da muss man sozusagen das, was die Fach- und Studienleiter vorgeben, tatsächlich ganz skurrile Inszenierung, das ist nicht das, was man braucht später im Unterricht. Auch das werden wir thematisieren in den Ausschüssen und eben, wie wird gewährleistet, dass namentlich die Examenslehrprobe didaktisch und methodisch absolut praxisrelevant und vom Aufwand her beherrschbar erfolgt. Das sind konkrete Fragen, die wir uns als AfD-Fraktion dort gestellt haben. Unsere Maxime, hatte ich gesagt, mehr grundständig ausgebildete Lehrer. Wir gehen mit dem Lehrerbildungsgesetz, ist eigentlich ein Offenbarungseid, ist eigentlich ein Anzeichen der gesamten Hilflosigkeit, dass wir es nicht hinbekommen, grundständig ausgebildete Lehrer sozusagen auszubilden oder zur Verfügung zu stellen fürs Land. Unser
Königsweg wäre da eine pädagogische Hochschule. Das haben wir schon mehrmals vorgebracht. Sie wollen diesen Königsweg nicht gehen. Und ich wage zu bezweifeln, dass wir das mit diesen Dingen, die wir hier vorgetragen haben, erreichen werden. Wir werden diese Unterrichtsversorgung nicht sicherstellen können. So viel ist klar. Dennoch möchte ich mich einer Debatte im Ausschuss natürlich nicht verweigern und freue mich auf die Debatte im Bildungsausschuss dazu. Vielen Dank. Applaus